Hier ist Dreieich aktuell kompakt. Am Dienstag, den 16.06., gingen ca. 5000 verbeamtete Lehrer und Polizisten in Wiesbaden auf die Straßen und streikten. An vielen Schulen fiel deshalb der Unterricht aus. Auch aus Dreieich und Umgebung reiste eine Gruppe Lehrer zu dem Streik, zu dem die GEW, die Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft in Hessen, aufgerufen hatte. Hauptsächlich ging es darum, dass der Tarifabschluss für Angestellte auch auf die Beamten übertragen werden soll, was eine Gehaltserhöhung von 2% bedeuten würde. Letztendlich zeigt der Dienst ja seine Fürsorge, indem er ohnehin schon völlig im unterfinanzierten öffentlichen Bildungssystem nur noch eine Stellenkürzung von mehr als 300 Stellen uns zumutet und nur um diese für ihre politischen Zugeständnisse bei einem völlig verkorksten Bildungsgipfel parat zu haben. Verehrte Herren Lords, Beuth und Bouffier, wir sind nicht die Erfüllungsgehilfen für den Koalitionsfrieden Ihrer Regierung und auch keine Wahlkampfhelfer in Geiselhaft. Wir wollen unsere Arbeit weiter gut machen und dabei gesund bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns heute gemeinsam dafür streiken. Des Weiteren forderten die Streikenden auch eine Arbeitszeitverkürzung und kleinere Klassen für bessere Bildungsmöglichkeiten. Dass das Bildungswesen für uns Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Schülerinnen und Schüler besser wird. Auch die Gewerkschaft der Polizei war auf der Straße. Es geht darum, dass wir gleich behandelt werden in allen Bundesländern. Und zwar, wir sind das einzigste Bundesland, das ausgeschlossen sind im Tarifangebot der Bundesrepublik. Das liegt nur an der hessischen Regierung, die damals dem Verbund ausgetreten ist. Und wir nicht dasselbe Gehalt kriegen als alle anderen Polizisten. Die Streikenden zogen zum Dernschen Gelände in Wiesbaden, wo die Kundgebung stattfand. Das Kultusministerium hält den Streik für widerrechtlich, weil Beamte nicht streiken dürfen. Daher: Der Dienstherr muss ja reagieren nach der Dienstordnung der Beamten. Das wissen wir alle, das nehmen wir in Kauf, weil es uns um ganz andere Sachen geht. Es gab ja schon mehrere Streiks, auch von Beamtinnen und Beamten in der GEW, wo es so gut wie keine Konsequenzen gab, außer Missbilligungen, die sozusagen ein Stück Papier sind einfach. Ob diese Aktion die gehofften Veränderungen mit sich bringt, wird sich zeigen.